BVB-Angreifer Alexander Isak ist in dieser Spielzeit während seiner Leihe beim niederländischen Erstligisten Willem II regelrecht aufgeblüht. Ob er nach seiner Rückkehr im Sommer länger bei Borussia Dortmund bleibt, ist aber unklar. Der RSC Anderlecht hat nun zugegeben, an den Diensten des 19-Jährigen interessiert zu sein. Ein solcher Spieler könnte die Mannschaft enorm voranbringen. Er ist absolut interessant, wenn wir eine Gelegenheit bekommen könnten, gab Per Zetterberg, Co-Trainer beim belgischen Topclub, gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen zu. Damit bestätigte er die Gerüchte um den Youngster, die seit dieser Woche in den Medien kursieren. Ein konkretes Angebot des 34-fachen belgischen Meisters liegt aber anscheinend noch nicht vor. Das Blatt spekuliert, dass die Westfalen bei einer Ablösesumme von 9 Millionen Euro schwach werden könnten. In Dortmund hat die rasante Entwicklung des schwedischen Stürmers die Verantwortlichen zwar erfreut, eine Perspektive sehen die Bosse für Isak aber trotzdem nicht. Anfang Mai stand er auf einer von der Bild veröffentlichten Streichliste des BVB. Die Borussia verpflichtete Isak im Januar 2017 für knapp 9 Millionen Euro vom AEK Sulna. Für die Dortmunder brachte es der Rechtsfuß aber gerade einmal auf 5 Einsätze in der Bundesliga. Dabei blieb er torlos. Bei Willem II erzielte er hingegen in dieser Spielzeit in 16 Spielen 13 Treffer. Ein Verbleib beim Club aus Tilburg ist aber ausgeschlossen. Punkt. Let's block it.